Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Axe Valero. Die letzten Male war es ja ein bisschen holpriger. Wir hatten erst den Anfang mit Keks, dann mit Kari, da habe ich ein bisschen zusammenhangslos geschnitten. Und jetzt beginne ich aber eigentlich jede Folge altbacken mit Anmoderation. Wir stehen hier auf unserer Terrasse, die wir erstmal so stehen lassen. Und wir haben heute eine Mission, die heißt Haus. Ja. Und ich habe auch schon eine grobe Vorstellung. Nämlich würde ich gerne, upsala, muss mal kurz K rausnehmen, hier so einmal gerade durchgehen, hier einen Flügel machen, dann machen wir hier unsere Terrasse später aus Glas und dann würde ich gerne hier irgendwie noch ein Stück einen Flügel vom Haus oder so machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das geregelt kriegen. Deswegen sagte ich nicht okay. Alles abreißen. Deswegen brauchen wir Material. Das heißt, ich würde ganz gerne einen Biber haben. Oder eine Schrenerike. Ja. Eine was? Ein Terry. Ah. Ein Terrazino. Ich habe eine grobe Vorstellung, wie man das Ganze realisieren könnte. Ich muss es aber probieren. Ich brauche eine Kiste. Für mich. Kann ich hier auf deinem neugebauten, ohne dass es abgerissen wird, eine Kiste hinstellen? Ja, wir lassen das erstmal so. Ja. Ja, da kannst du. Das Problem ist, wir haben beide noch nicht das Level. Ich glaube nicht, dass ich mit Level 50 schon großartig Glassachen bauen kann, aber selbst wenn, brauchen wir trotzdem erstmal ein Haus allgemein, um die Materialien zu kaufen. Ich hab Level 18, Digga. Ja, deswegen Kari will auch noch ein bisschen craften. Ein bisschen ist gut. Wir können ja, ich kann dir ja grob ausrichten, so wie ich mir das vorstelle, und du kannst den Rest bauen, wie du möchtest. Dann kannst du das Zeug craften und kannst dadurch leveln. Und ich beschaffe dann, ich sehe dann zu, dass wir die Viecher ankriegen zum Material craften, das Material ranholen. Wenn du es möchtest. Ja. Komm mal. Oh, ja, hier ist ein Loch. Okay. So. Ich glaube, du hast ja schon wieder durchgefallen. Ja. Ich bin einmal gesprungen und habe genau das eine Loch getroffen. Was wir in unserer Terrasse haben. Aber im Endeffekt habe ich das Loch getroffen. Holz sammeln oder irgendwie sowas? Ich weiß jetzt nicht. Erstmal nicht. Genau, also das bisschen, was ich jetzt habe, das ist, wir haben ja Foundations, haben wir noch ein paar da. Von der alten Hütte. Wie heißen die denn? Die S Plus? Oh, wie heißen die? Es gibt da so gewisse Foundations, die heißen, das sind nicht die normalen Fence Foundations, sondern das, die heißen S Plus Wood Fence Supports. Sind das die? Ich glaube mal, ja. Deine Mods, keine Ahnung. Das ist nämlich auch das Gute, die siehst du später nicht. Die kannst du ausblenden lassen. Okay. So. Was machst du? Was versuchen? Okay. Guck hier. Gespannt dabei zu. Du hast einen Pfosten gesetzt. Das ist Absicht. Der muss natürlich nur im Normalfall bündig mit der Säule abschließen, damit, ja. Ich versuche halt etwas. Ich habe die Dinger benutzt auf im Alone on the Island Stream schon. Mhm. Und habe daraus zum Beispiel, du kennst das doch früher, wenn man so eine... Ja. Wenn man so einen Zaun aus Wänden bauen wollte mit Wooden Fence Foundations. Ja. Was damit? Dass das, dass die dann immer unterschiedlich hoch waren und damit erreichst du halt, dass die immer gleich hoch sind. Ach so. Keine Ahnung, was du da machst. Hey! Hättest du gerne. Warte mal. Was machst du? Abwarten. Brauch was zu essen. Wollen wir da irgendwo essen? Diese Viecher, die stehen überall im Weg. Ich kann höchstens Eier essen. Wow. Aber ja, ein bisschen Material wäre übrigens wirklich nicht schlecht. Aber ess du erstmal in Ruhe. Gib mir was zu essen und dann reden wir weiter. Ja, sag ja, ess du erstmal in Ruhe was. Ja, hier ist nichts. Dann farm dir was. Das Para sieht lecker aus. ich gehe ja schon mit Harald jagen, meine Güte. Das ist das nächste, was auf meiner Agenda steht, jedenfalls.
Harald? Ja, das auch. Mein Haar. Oh, ich sehe ein bisschen. Jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr zum Mikro hin. Dann hört man mich auch. So. Aber keine Ahnung. Zurückgejagt. Ja, was los? Funktioniert das nicht? Das ist doch zu kurz. Ich hoffe, ich finde das. Vom Stuhl, ne? Ach, als ob. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ah, das war eine scheiß Idee. Alex und seine Baukünste. Wo ist der zweite Foundation jetzt hin? Digga! Ich sehe nichts! Verpiss dich! Ich sterbe! Das ist gut. Machst du gut. Nein, so. Ich sehe nichts mehr. Jetzt hast du immerhin keinen Hunger mehr. Sie ist positiv. Harald! Ist das jetzt ernsthaft passiert? Das Ding hat sich in die Wand geglitscht. Muss ich da echt mit Ghost hinterher, um das da wieder rauszukriegen? Mann, Ijaruba, schau da. Achso. Ich muss mal Luna kurz entführen. Ich muss mein Harald holen. Oder ist Harald schon tot? Kannst dir nicht mal sagen. Nein, er kriegt noch Schaden, er kriegt noch Schaden, er kriegt noch Schaden. Harald! Alter, durch! Wow. Komm mit! Harald, du dumme Motte. Misty. Ist das jetzt dein Ernst? Du bist einfach... Bist du denn behindert? Blöde. Deine Luna ist ja hier noch behinderter als mein Harald. Hey. Kann keiner was dafür. Fliegt, schwebt gegen den Baum, weißt du, klatscht auf den Boden. So, wo war denn jetzt unser Zuhause? Es ist auf der Karte markiert. Ich weiß. Da lang. Harald? Harald ist hinter mir, okay. Harald ist auch wieder dabei. Jawoll. Ich hab meinen PC kaputt gemacht. Du, mich hat er auch, wieso auch immer, zu Windows zurückgeschmissen, aber immerhin ist das Bild jetzt flüssig. Lieber nee, konstante 30 als nicht konstante 60. Meint mein Laptop. So, schon wieder viel zu hochgeflogen. Warte. Ja, hier. Njong. Komm ich dir hier, Herr Harald? Harald! Nein, du doch nicht. Mann, jetzt bleib mal stehen. Hey. Ey, du da. Willkommen. Feinsitz. Leckt gar nicht. Sollen alten Spielen, Blaukeks angreifen. Landen. Ja, so ist ja gar nicht verkehrt, aber das hätte ich gerne einmal gedreht. Guten Abend, Maxim. Hä? Heb die Scheiße auf. Ich habe keinen Plan. Achso, das ist Epic hier, was da im Hintergrund läuft. Kim, oder? So gewundert. Herbert, Harald, Luna sind wieder da. Ich bin gerade eben gestorben. So, ich
Ja, nehme ich gleich nochmal Harald und hole mein Stuff wieder. So eine dämliche Motte, Luna. Ich möchte mal wissen. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Okay, so die beschränkteste Motte, die ich jemals erlebt habe. Ach nee, das war Herbert! Das war Herbert, lieber Mann. Gut, dann machen wir Das war Luna. es altmodisch. Ich mein Duschstrahl. Da machen wir es ganz altbacken. Was denn nun? Es funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ist ja bei euch ja meistens immer. Ist ich ja hier. Pick mein Stuff. Meine Maus ist gerade irgendwie abhanden gekommen. Map. Hallo. Ist das schon wieder dunkel? Nee, nee, immer noch. Aufgang. Wird gerade dunkel oder wird gerade hell? Hab da so einen Zettel im T-Shirt. Nein, nicht gegen die Wand. War das hier? Ja, das war hier. Dass hier auch nicht rennen können auf dem Boden. Das ist gar nicht schlecht. So. So müsste doch fast Plan sein. Ist es auch. Was jetzt? Dann mache ich's halt so. Ist mir jetzt auch egal. Okay. Ich hol Holz. Ja, mach mal. Ich kann ein bisschen Musik spielen, aber ich habe keine Ahnung was. Holz! Brauchst du noch mehr Holz? Oh oh. Ich brauche alles, aber. Gesundheit. Na toll. Danke! Ach, Captain Marvel! Captain. Achso, Enki. Ich pack dir jetzt hier einfach im Schrank rein mit Holz. Ja, mach das. Oh, Fleisch habe ich auch mitgebracht. Du könntest theoretisch mal alles, was da so im Schrank, mal durchsortieren, was wir davon noch brauchen. Was wir davon noch brauchen, in den anderen Schrank hier schon mal reinmachen, dass wir. Weil das Zeug, was hier ist, das stört. Gleich, aber bitte nochmal langsam. Geht gleich los. Ist es falsch rausgeworfen? Nee. Alles gut. So, schwupp, 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 schwupp. Also weißt du, die Idee, ne? Die war ja gar nicht doof von mir. Das funktioniert ja jetzt auch. Aber. Warum funktioniert. Ach, das ist eine Transfergun, ich Idiot. Brauche ja auch eine Demolisher Gun. Viecher nerven hier. So. Holz sammeln! Ja, mach mal. Also wie gesagt, die Idee war nicht doof. Aber die müssen alle ein Stück weiter eingerückt werden. Ich fange gleich wieder an zu niesen, ne? Das liegt an meinem Baustil. Das war heute den ganzen Tag auf Arbeit so. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Das wäre möglich. Die Viecher. Ich hoffe nicht. Ich habe gesagt, das wäre möglich. Nicht, dass es wahrscheinlich ist. Ich will nicht krank werden. Nicht jetzt am Wochenende. Wir wollen morgen zum Vari-Bad. Viel Spaß. Yeah. Anke, nimm deinen Schwanz aus meinem Gesicht. Okay. Ah, der Dödi ist schön. Prinzessin Sophie. Entschuldigung, Dödi. Oh, was ist denn das? Ach, Mensch. So, noch mehr Holz. Brauchst du Fasern? Irgendwie? Alles. Nee, Fasern sind drinne, 200 Stück. Ich hol dir weiter Holz. Baby Bear. Vor allem die ersten beiden Tage auf Arbeit. Furchtbar. Also war schon lustig, aber so viel Input einfach. Jetzt ist meine Axt. Mann, mach doch mal einer diesen Nebel aus.
Mann, ich brauche einen Stein. Oh. Ja, was ist los? Och, nichts. Was hast du getan? Ich habe ein bisschen zu viel abgerissen. Warte mal. Weiß das einer von den Zuschauern? Entweder bei Kari oder bei mir. Snappen? S Plus? Foundations? Unfence Foundations? Weiß das einer? Das Ach, Problem okay. ist, ich krieg sie nicht weit genug hier rüber. Ich könnte sie jetzt sozusagen hier so hinsetzen. Dann immer weiter absinken lassen. Das Problem ist dann nur, dann schneiden sie drüben nicht. Dann fehlt drüben ein Zentimeter. Deswegen würde ich sie gerne so weit absinken lassen, dass sie eigentlich gar nicht zu sehen sind. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Du bist schon zwei. Oh gut, die Kiste steht noch. Gerade so. Oh, ich bin überladen. Welche Fresse. Kari, mir nicht Holz. Hm? Ich brauche Holz. Peter. Ja, ja. Ja, wie gesagt, sobald ich das Grundfundament geklärt habe, kümmere ich mich darum, dass wir genug Baumaterial rankriegen. Bloß ich will halt meine Grundidee erstmal zeigen, damit du sie abnehmen kannst. Hier, komm her, ich gebe dir Holz. Ja, warte. Pack in die Kiste. Ich hab's genau vor dir hingeschmissen. Hab ich schon gesehen. Jetzt nicht wieder zurück und heb den Scheiß auf. Wer bin ich denn? Kannst du schön selber aufnehmen, den Scheiß. Ja. Was hast du jetzt eigentlich die letzten Tage gemacht? Schule. Wow. Nein, meine Kiste! Toll, du sagst, nein, meine Kiste, bei mir kommt dieses Level-Up-Ding. Oh, er hat es mal wieder geschafft. Es war so klar. Gesundheit. Wir haben ein Problem. Du hast ein Problem. Ja. Zwangsläufig damit auch ich. Also, ja, wir. Okay. Prinzessin und Sophie. Dicker wird hier nicht mal das Holz aufnehmen und so. Ich kann mich nicht bewegen! Das geht in ein paar Sekunden weg, ne? Ja, ich bewege mich in Highspeed. Wo bist du denn? Im Wasser! Ich ersaufe gleich. Wo war diese scheiß Rampe? Hinten. Ja, weiter. Und ein Stück nach rechts. Hab sie. Oh. Hast du gestorben? Sauerstoff! Sauerstoff! Ich hab Sauerstoff. Da will die Ausdauer nicht runtergehen. Ich will sagen, ich habe eben geschieht. Ich habe mal eben Infinite Stats gemacht, sonst hätte ich das nicht überlebt. Ich mach's aber gleich wieder aus. Ich kann mich nicht bewegen. Mach mal halt so, ist mir auch real. Gut, ich stell die Kiste hier an Land. Mach die doch einfach hier oben drauf. Kommst du hierher? Nein, da wo du stehst, will ich bauen. Da steht eine Kiste nur im Weg. Digga. So. Nein! Fuck. Nein. Mal gucken, wie weit ich die schießen kann. Boing, boing. Bin ich gerade weit. Ist doch zum Kotzen. Warum ja. Will das nicht so wie ich? Will? Funktioniert alles nicht so wie ich das will. Ich habe ja nur schon bei einigen Art-Projekten mehr oder weniger
Digga. Hast du hier gerade ernsthaft hingeschissen, du Dirty? Kommst du? Wir haben es geschafft, Halleluja. Meine Güte. Das Holz ist in dem Schrank. Danke. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war anstrengend gerade. Mir tun die Füße und der Rücken weh, ey. Dass jemand 2 Monate zu Hause gesessen hat, ist Arbeiten hier ganz schön anstrengend. Oh no. Alex! Ja. Ach, ich kann mich noch bewegen. Alles gut. Ich dachte, ich bin jetzt da oben festgewurzelt. Nimm dir doch den Dödi auf volle und schmeiß den voll. Mit Holz. Der kann noch ein bisschen mehr tragen als du. Das jetzt halt. Hm? Was soll das jetzt heißen? Oh Mann. Das, was du da rein interpretierst, heißt das. Du Arsch! Ich hab nicht gesagt, dass du fett bist. Das meinte ich auch nicht damit. Geht das, geht das, geht das, geht das, geht das! Glaub, er wird verrückt. Ja, vielleicht. Gott, creepy. Warum kann ich mich eigentlich, warum grüße ich mich eigentlich über mich selbst? Ist das natürlich? Sollte das so sein? Ich glaube nicht. Eieiei. Meine Spitzhacke ist gleich im Arsch. Und die Axt auch. Hast du noch keine richtige Metall? Du musst mal vor uns im Schrank gucken. Vielleicht liegen da noch ein paar. Ja, mach ich. Ich krieg gleich einen Wutanfall und der wird nicht lustig. Yay! Stell dich mal bitte stumm. Auch wenn ich gerne was zu lachen hätte, aber ich glaube, da kommt nicht mehr aus dem Lachen raus. Hä? Hm? Was? Was? Seit wann? Was? Seit. Was, was? Was? Lol. Was denn? Erzähl es mir! Ja, komm noch her. Ich habe hier gerade eine Foundation an ein Ceiling rangepappt. Eine was? Ja, das ist eine Foundation. Warum tust du das? Das war aus Versehen, aber mich wundert, dass es geht. So, ich möchte doch jetzt eigentlich nur... Ich möchte, dass das jetzt geht. Ich möchte jetzt, dass du zwischen den beiden nicht so schräg, sondern... Nein, nein, nein. Wo ist das Ding jetzt gelandet? Ich gehe Holz hacken. Oh Gott. Oh, das war... Hab ich. Alex, ganz ruhig. Ich hasse dieses... bald wieder alles gut. Bestimmt. Ich kann es leider nur nicht versprechen. Problem ist, ich habe hier bestimmt... Ach, die hängen in der Luft. Ja gut, da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Nee, du bist ja auch doof. Wieso kann ich die hier in die Luft bauen? So. Ich würde mal sagen, ich gehe mal gleich nochmal runter. Mal gucken, ob wir da nochmal irgendwie einen Balbi finden oder so. Tu das. Oder vielleicht noch ein paar Eier. Mal sehen. Aber erstmal weiter Holz holen. Also wenn es einmal noch, dann sollte er erstmal genug haben. Vielleicht.
Bäume überall. Ja, wie gesagt, da unten geht das nächste Mal mit dem Argy. Ja, dann kannst du die Dionicus. Apropos, hat eigentlich mal einer nach unseren Eiern geguckt? Die sind im Preserving Bin, da ist alles gut. Gut. Wollte mich ja vorhin schon dran bedienen, aber ich hab's dann doch sein lassen. Weil ich esse ja keine Eier. Einfacher Grund, schmeckt dich. Hallo. Entschuldigung. Ich kann mich jetzt so schlagen. Nichts passiert. Hab ich gehört. Alles gut. Ich wollte was trinken. War ganz eindeutig zu hören. Wo hast du einen See gesoffen? Soll ich jetzt hier das Zeug denn doch abreißen oder? Nö, ich hab's nur aus Versehen mit abgerissen. Alter, Mütchen. Entschuldigung dafür. Arbeit anstrengend. Ich hab irgendwo ein Haar im Gesicht. Konnte man die Dinger nicht früher auch mal so setzen, dass man die dann, dass man die noch drehen konnte? Keine Ahnung. Aber jetzt setzen sie ja direkt. Oder kann ich sie danach drehen? Nee. Keine Ahnung. Diese Geräusche hier, ne? So, da waren wir am Anfang da hinten. Ich erkunde mal ein bisschen die Map, ja. Ja, mach das. Kennt er hier noch nie alles. Was zur Hölle fliegt da rum? What the hell? Die Blodokus da rum? Das sieht, also die Map ist schon krass geil aus, muss ich ja sagen. Ja, ne? Ich kenne die ja leider Gottes noch nicht so. Wie zum Fick kommt eine Riesenschildkröte? Auf den verfickten Berg! Wie? Ich krieg hier eine Krise. Ich glaube, ich hab's langsam. Es wird dauern, aber ich hab's, glaube ich. Hui. So. Oh no. Stampelt. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwas kommt und mich anspringt. Das sieht so geil aus. Alex! Hier kommt mal eine richtige Base drinne bauen. Stimmt. Nein, Harald! Oh. Er sitzt an der Wand. Ich trink mal kurz was. Das wäre wohl gut. So, komm. Mäh. So, Hassan ist wieder voll. Ja, mit Aufnahme so viel zu dem Thema. Ich werde das alles beschleunigen. Ich habe eine Kugelkapsel gelernt. Okay. Das ist aber, gut. Aber. Brauchen jetzt noch die Materialien. Das sieht so nice hier drin aus. Können wir hier eine Base drin bauen? Ein Außenposten. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mir den Platz hier ausgeholt. Jetzt. Da können wir einen Außenposten draus machen. Okay, so Reflexion. Oh nein. Das ist total sinnlos, dass man drin ist, aber da braucht man nicht so viel sichern. Nur die Eingänge. Hier brauchen wir auch nicht viel sichern. Ja, aber hier ist Metall drin. Okay. Holz ist nicht drin, aber alles andere. Shit. Bin ich mit Treppe vorne. So einen Marktplatz hier vorne machen und jetzt kack. Merke ich mir den Ort. Warte, Map. Mathe Sitz. Arbeit! Mathe Sitz. Nehmen wir mal irgendwann mal demnächst in Angriff. Wo bin ich denn hier? Also, wie war das jetzt mit J-Pal? Ja, genau so will ich's haben. Warum ging das nicht von Anfang an so? Boah! Hä? What the fuck?
Wie war denn das nochmal? Wie konnte ich nochmal den Punkt setzen? Oh no. Hä? OP? Halleluja. Nein, war das nicht. Alex! Ja? P. Wie war das mal mit dem... Nein, geht nicht. Du darfst nicht auf dem Vieh sitzen dabei. Du musst absteigen. Ja, stimmt, da war ja was. Da war ja... Nein, fortsetzt. Geh mal runter. Das ist schlimm. Nein! Toll. Breitgrad. Oh. Oh, die Nase kribbelt. 39 und Lingra, da sind wir am Arsch der Welt. Haben wir 98, 89 meine ich. Jetzt muss ich doch erst 90 packen. Hey. Egal. Ich weiß ja, wo gemeint ist. Harald! Komm schon mal wieder runter! Komm zum Schwein! Was? Gerade eine Nachricht von None bekommen wegen alles, ja. Ach stimmt, ich glaube, die Maus weiß gar nicht, dass ich heute stream noch. Deswegen hat sie wahrscheinlich über Discord geschrieben. Das kann sein. Alter, ich mach gleich meine Cam aus. Ich sehe so furchtbar aus heute. Richtig wie ein Assi eh nach der Arbeit. Gab auch erstmal Fettschnitzel zum Mittag. Armbrot, was auch immer. So. Alex, wie weit bist du? Ich will langsam hier mal was machen. Ja. Also, die Grundzüge sind vielleicht da. Das prüfe ich gerade. Frag nicht, warum ich fliege. Das ist eine ziemliche Lücke unten. Die stört nicht. Willst du, dass ich kalte Füße kriege, oder was? Das ist ein Durchgang. Ja, aber auch hier kann man Fußboden halt so reinpacken. Okay, du fliegst nicht wirklich, du hüpfst nur sehr, sehr... Okay, jetzt fliegst du komisch herum, wollte ich gerade sagen. Kann man das so machen? Erledigt. Warum ist hier noch... Ja, kann man. Sieht zwar ziemlich komisch aus, aber ja, kann man machen. Warum fragst du? Ich habe den Übeltäter gefunden, der mir die ganze Zeit Probleme bereitet hat. Da denn die Glasdinger rein, oder was? Genau. Problem ist nur, scheiße, ist nicht gerade. Ja, ist normal, weil die Brücke eine andere Schräge hat als... Als ich. Das Brett, was du da gebaut hast. Kommen wir denn noch halbwegs? Ne, wir kommen voll schief. Aber warte mal. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ich muss es ja jetzt nur noch einmal gerade ausrichten. Wieder die Holzbrettendinger nehme ich jetzt nur so, da packen wir dann die Glas. Weil ist dir mal aufgefallen, du hast genau 5 Stück. Du kannst genau 2-mal Glas und einmal eine Schiebetür oder sowas. Das war ein Leck vom Horror. Feinsten. So, nochmal weich? Ja, 1, 2, 3. Ja, stimmt. Kann man machen. Willst du denn die Ceilings hier oben an der Brücke ranmachen oder wie hier so da an die Kante hier? Das wäre auch eine Überlegung. Ich überlege aber im Prinzip, weil ich das gerade gefunden habe, überlege ich vielleicht, ob wir gar keine Ceilings nehmen, sondern ob wir das mit Foundations machen, die unterpippen, weil dann brauchen wir nämlich die Pfeiler nicht mehr. Wenn du an eine Ceiling Foundations ranpinnen kannst und an eine Foundation kannst du ja immer Foundations ranpinnen. Hm. Meine Nase kitzelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde nur gern was machen wollen. Ich weiß nur nicht was. Du könntest
Sag jetzt nicht Holz sammeln. Nein. Du könntest dich mit dem, mit der Immersive Taming Mod mal beschäftigen, Mann. Die Bait Station haben wir schon. Und aus ein bisschen Fleisch ein paar Fleischbaits basteln, dann könnten wir mal versuchen, irgendwie Eule, Argentavis, irgendwie sowas in Angriff zu nehmen. Ich und Lern. In meinem geistigen Zustand. Schaffst du schon. Nein. Also mal ernst, ich muss mal den ganzen Kacke durchsehen. Tech-Zeug für Pet. So, tada! Dann ist es perfekt gerade und es ist auch dicht, damit die Kari keine kalten Füße kriegt. Dankeschön. Ich hab's nur deppern hören. Es waren nur drei Wände. Es war nicht die Foundation, das ist das Wichtigste. Ja, ich hab's halt, wie gesagt, nur deppern hören. So, ist es jetzt wenigstens halbwegs gerade? Ja. Ja, ist es. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Aber gut, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Das Geile an den Dingern ist, die siehst du später nicht mehr. Selbst wenn sie ein bisschen rausgucken, du siehst sie nicht mehr. Ich kann die nachher auf Hide Connected und dann sind sie nicht mehr da. Okay. Wichtig ist nur, dass die Glaswände halt nicht vor den Säulen abschließen, sondern dass sie dicht sind. Ich habe mich gerade dezent erschrocken, da läuft hier. Das ist ein Styrako? Styrako? Ein Trike. Rippt hier ein Trike rum. Brauchen wir einen Trike? Ein Trike wäre nicht schlecht. Kannst du, kannst du über die Berry Bags? Ja, wenn du mir sagst, wie. Oder machst mir mal ein, zwei. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, pass auf, ich zeig dir das. Mann! Wir haben hier, irgendwo hier die Bait Station. Warte, warte, bin noch gar nicht in deiner Nähe. Und da zeigt er dir alles an, was du brauchst, um was herzustellen. Inklusive du hast ein Taming Journal. Das Ding. Da kannst du genau sehen, welches Tier mit was gezähmt werden muss und dann gehst du in die Bane Station und guckst dir an, was du dafür brauchst und dann kannst du das herstellen. Und du wirst ein paar Pfeile dafür brauchen. Obwohl für ein Dings brauchst du es nicht, aber... Naja. So. Hä, wo sehe ich was für wen, was? Im Taming Journal. Wie, was, wo? Achso, Entdeckernotizen, da. Nee, das heißt richtig Taming Journal. Ja, ich hab grad keinen Plan, wo das hier ist. Hä? Wie doof. Ich glaube schon. Helena Wolfner? Leider irgendwie bin ich behindert. Bei, na, lass mich doch mal im Inventar. Bei Herstellung hast du in der 1, 2, in der dritten Reihe, ganz links, das zweite von ganz links, hast du Bauplan Taming Journal. Herstellung? Nein. Bates, Betten, Ecomods. Ja, du hast den Ordner. Mach mal Ordneransicht aus, kurz. Das Symbol, das letzte Symbol, ja. Das vorletzte Symbol ganz rechts. Ja, hab schon. Ja, ich sehe es nur im Dings. Was da? Verzögerung. Ja, da. Fasern. Na, und dann das Taming Journal. Hm. Ich verstehe nicht, wie Menschen ohne diese Ordner zurechtkommen, ey.
Du, ich habe eine Suchfunktion. Ja, habe ich auch. Und? Mann, ich komm mal runter. Ja, Tony. Ich rasse mir gleich meine Haare ab. Das warte noch, die Haare brauchen wir eh irgendwann. Hä? Ich meine Haare auf dem Kopf. So, ja, die brauchen wir auch. So, Trike. Trike. Ah, hier. Zerbertops. So. Ja, ich und Englisch. Wow. Needs this and this und this and this wird's ja wohl noch. Dafür wird's ja wohl noch lang. Food Baits, ne? Ja. Snappen die da nicht dran? Scheiße. Kibble Bait. Aber an der Wand snappen sie. I don't know. Simple Kibble Bait. Aber Kibble können wir doch gar nicht machen. Digga, lass mich hier raus. Jetzt brauche ich einen Pinsel, einen Eimer weiße Farbe und dann kritze ich dir dann Penis auf. Hast du nicht gehört? Nein, habe ich nicht. So. Kippe B. Nein, nicht die S Plus Wood Foundation. Das Ceiling. Nimm die Wand weg. Der Ceiling, nicht die Wand! Herrgott, nochmal! Was soll das hier machen? Bären, 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 Bären und Zimtpulver. Eieieiei. Alex, was probierst du jetzt da eigentlich? Genau zu sein. Ich versuche das Haus daran so auszurichten, dass es symmetrisch aussieht. Okay. Meinst du, kriegst das noch in diesem Leben hin? Ja, ich bin relativ so weit, dass ich dir jetzt gleich sagen kann, jetzt kannst du frei bauen. Jedenfalls auf der Seite, wo ich gerade bin. Ich meine es mit frei bauen. Weiß mit Freibauen. Dass du bauen kannst, wie du möchtest. Ach so, frei bauen. Kippe Bay. Ach, das ist ein Pulver fährt. Wir hatten noch da. Hatten wir hier irgendwo einen Mörser und einen Stößel? Ja, oder? Haben wir. Ach, da ist sogar noch zum Pulver drin. Oh, gut. Ja. Ja. So. Muss ich jetzt auf null lassen, die komischen Dinger da, oder? Hm? Schau mal, meinst du, ist das groß genug? Also da, wo die Foundations, wir sind jetzt die Foundations ausgegangen, aber da, wo du halt so stehst, bis dahin. Ja, ist groß genug. Weil das geht ja dann noch bis hier rüber so. Hm. Dann kommt hier der Flur und dann würde ich auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal einen Flügel machen. Aber den hier kannst du schon mal versuchen auszuschmücken. Nur es wäre wichtig, dass du die Dinger hier irgendwie möglichst nicht abreißt oder unstehen lässt. Die verschwinden später von alleine. Sind jetzt erstmal unschön aus, aber die verschwinden nachher von alleine. Okay. Und dann würde ich mich erstmal damit beschäftigen, hier ein paar Eulen und sowas zu suchen. Dass wir ein bisschen, oder bei allem Biber und sowas, dass wir erstmal ein bisschen was zum Farmen haben. Ich kann ja erstmal mitziehen. Ich meine, du auch. Ich habe so oder so keinen Plan, wie ich jetzt erstmal hier überhaupt irgendwas bauen soll. Ich versuche jetzt erstmal dieses komische Trike dazu zähmen, weil ich keinen Plan habe, wie das geht. Mhm. Wie bin ich hier irgendwo? Einfach auf Null legen, wenn du mit Tastatur spielst? Ja, habe ich, aber irgendwie geht meine Anzeige unten mal weg. Das kann man, glaube ich, auch einstellen. Ja, so hab's auf Null. Nu? Einfach null dann drücken. Mit null einfach in der Nähe des Trikes fallen lassen.
Was hast du jetzt gebaut? Veggie irgendwie Berry Bag oder so. Berry Bags, genau. Die schmeiß ich ihm nur hin, dann kriegst du eine Anzeige. Bis 25% musst du warten, danach darfst du sehr streicheln. Und so lange muss ich ihm mit die Dinger füttern oder geht das von alleine? Nö, nee, du musst ihm schon ein paar füttern. Ab und an mal, immer so mal. Ich sag mal, er wird zu dir kommen, wenn er Hunger hat. So, ich kümmere mich mal um die Fleischbaits. Das wird sowieso das größere Problem von beiden. Archie braucht definitiv Fleisch. Jetzt gibt's bei mir Essen. Alles klar. Mhm. Gut, okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich geh fix Dankeschön. Essen. Dankeschön. Ich geh fix essen. Ja. Wo sind eigentlich meine Pausendödis? Alleinunterhalter hier heute. Oh gut. Frisst du Trike? Angst. Ich kann streicheln. Trike? Häng mir doch mal deinen fetten Arsch ins Gesicht. Cool. Nur die Katze wollte rein, Armbrot dauert noch. So, ich brauche für Archies oder sonst. Was brauche ich denn? Hallo Katze. Streiche ihr fetten Hintern. Lesen. Ich suche einen Biber. Weiß jemand, wie der auf Englisch heißt? Castoroid oder so? Castoroides. Can be immersive tamed? Ja. Berry backbait, veggie backbait, botany backbait. Digga, ich hab nichts mehr zu essen für dich. Okay, ich brauch nur Berry Bags, das ist gut. Ich werde auch den Backcooler hier gleich mal mit aufstellen. Langsam geht uns hier der Platz aus, kann das sein? Auf unseren kleinen zwei Foundations. Ja. Ach, macht nichts. Also ein bisschen was passt schon hin. Wir können auch schon ein bisschen was da einsetzen, wo das Haus später hin soll. Wie gesagt, wie breit du das Haus ziehst, ist deine Sache. Ne? Ich würde es, wie gesagt, da überlasse ich dir freie Hand, weil das kannst du eh besser als ich. Ich habe nur... Was hast du? Ich habe nur jetzt damit den Grundstein gelegt, wie ich mir das vorstelle, damit du dir das auch vorstellen kannst. Das muss also nicht, das Haus muss nicht unbedingt drei breit sein. Das kann auch vier oder fünf oder sechs breit sein. Okay. Wenn du Bags übrig hast, schmeiß sie einfach in den Backcooler. Der steht zwischen Schrank und Dingsbums. Mhm. Kann ganze 11 Stück bauen. Mensch, Kari. Produktiv. Oh, Trike, jetzt lass ich doch mal 10. Ach, streichel. Und dann streichel. Was fehlt? Metro-Bären. 2,4%. Mhm. Was ist los bei dir? Folg mir. Ich habe aber nichts zu essen. Du kannst ihn jetzt auch streicheln. Weiß. So, heißt jetzt zu schneller. Haben wir einen? Bringen wir gleich auch ein paar Bären mit. Ja, darf ich erstmal einen Sattel machen? Ja, das wäre gut. Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Du hast eine Karte. Du bist leider bei Fuß. Leben unsere beiden Motten eigentlich noch? Müsste. Sei du nicht? Ja, ihr Lieben, das waren die Grundzüge des Hausbauens. Das machen wir in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge werde ich versuchen, einen Biber zu zähmen. Zu suchen und zu zähmen. Ich werde jetzt noch ein bisschen craften. Bis dahin. Ciao, die Folge geht ewig lang, aber ich werde ein bisschen was beschleunigen. Ciao.